Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute bei unserem Format Naturmedizin. Wir sprechen heute mit unserem Psychoneuroimmunologen Professor Dr. Dr. Christian Schubert über den tieferen Einblick in die frühkindliche Traumatisierung und werden dieses Thema nochmal ganz präzise beleuchten aus einer ganzheitlichen Sicht. Also bleiben Sie bitte dran. Bis gleich. Hallo lieber Christian, schön, dass du da bist. Wir hatten schon ein Interview zu traumatischen Kindheitserlebnissen und auch die Folgen auf uns Erwachsene, auf Krankheiten und. Also da haben wir schon eine gute Verbindung in den Interviews. Heute geht es wirklich darum, nochmal eine Stufe tiefer einzusteigen. Genau. Also ich erinnere an diese Studie von Vincent Felitti, die ja gezeigt haben, dass frühe Traumatisierung in den ersten 18 Lebensjahren, Misshandlungen, Dinge, schlimme Dinge, die man erfahren hat, dass die langfristig, Jahrzehnte später, in körperlichen Erkrankungen enden. Mhm. Und normalerweise würde man sagen, körperliche Erkrankungen sind körperliche Erkrankungen, die haben doch mit Psyche nichts zu tun. Aber in dem Fall wurde eben erstmals gezeigt, in einem Riesenprojekt, dass das kausale Verbindungen sind zwischen dem, was Kinder früh erleben an schlimmen Dingen und der Wahrscheinlichkeit, dass dann später sie richtig, richtig schwer krank werden. Krebs, Herzkreislauf, Autoimmun. Das entwickelt sich dann über die Jahrzehnte und wird dann irgendwann mal endet in der Erkrankung und im frühen Tod. Das ist auch wichtig, dass natürlich eine deutliche Lebenserwartungseinschränkung ist. Und da hat die Psychoneuroimmunologie wirklich in den letzten Jahren gewaltige Erkenntnisse geschaffen. Also die in dieser Form wirklich ganz, ganz besonders sind, finde ich. Also so, wenn man mich fragt, so was so die Psychoneuroimmunologie, die wesentlichsten Erkenntnisse sind für mich dort eigentlich, weil da wirklich gezeigt werden konnte, wie Stress sozusagen quasi unter die Haut geht und im Körper so einiges anrichtet. Man kommt auf die schiefe Bahn, könnte man sagen. Biopsychosozial, das ist vielleicht genau der Ausdruck. Man kommt auf die schiefe Bahn. Normalerweise würde man sagen, jemand wird kriminell. Aber in dem Fall wird er gesundheitlich auf die schiefe Bahn gelenkt und endet dann irgendwann mal früher als erwartet in einer schweren Erkrankung. Und das fängt ganz früh an. Also wir wissen aus Studien, dass bereits in der Schwangerschaft, also das werdende Kind, Embryo, Fetus, durchaus beeinträchtigt werden kann in seiner Entwicklung, wenn zum Beispiel die Mutter in einen übergeordneten, also überbordenden Stress kommt. Normaler Alltagsstress, dass mal was Fürchterliches passiert, man genervt ist, man belastet ist, das hält die Mutter schon aus. Und dazu gibt es genug Schutzmechanismen, dass das Kind sozusagen nicht zu stark betroffen ist. Gefährlich fürs Kind ist zum Beispiel zu viel Cortisol. Das ist ein Stresshormon. Das wird von der Mutter ausgeschüttet, wenn sie gestresst ist. Und normalerweise würde man erwarten, weil das Cortisol in der Mutter, es ist ein fettlöslicher Bestandteil, ein fettlösliches Molekül. Und das geht eigentlich durch die Plazenta durch in den Fetus. Jetzt ist es aber so, dass wir wissen, dass ein Enzym in der Plazenta ist, dass das Cortisol zu Cortison umbaut. Und damit das Cortison nicht mehr die Plazenta passieren kann. Das heißt, die Mutter kann gestresst sein, kann viel Cortisol produzieren. Das Cortisol ist grundsätzlich nicht in einer zu hohen Konzentration gut für den Fetus, der sich da entwickelt, weil Cortisol zum Beispiel das Immunsystem lahmlegt, beziehungsweise gewisse Aspekte des Immunsystems hemmt. Jetzt ist aber der Fetus bereits in einer Immunentwicklung. Ja? Mhm. Er braucht ja ein gesundes Immunsystem. Und wenn da zu viel Cortisol kommt, dann werden die wesentlichen Entwicklungsschaltstellen der Immunentwicklung gehemmt. Also darf nicht zu viel Cortisol von der Mutter ins Kind kommen. Und deswegen gibt es das Enzym in der Plazenta und das baut das in Cortison um. Und Cortison kann nicht mehr in den Fetus, weil es wasserlöslich ist und damit diese Zellmembran nicht mehr durchqueren kann. Also es ist recht clever, was die Natur da eingeht. Super intelligent. Ich habe nämlich gerade einen Schock gekriegt und dachte, oh Gott, ich habe ja mit meinem Sohn Abitur geschrieben, als ich schwanger war. Aha. Dachte, um Gottes Willen, weißt du, der hat ja dann die volle
aber jetzt ja, bin ich eben beruhigt. Nicht. Jetzt bin ich beruhigt. Kannst du völlig beruhigt sein. Also das sind Stressoren, die sind harmlos. Und auch wenn ein bisschen mehr Cortisol bei dir freigesetzt wird, dann kann das die Plazenta so nicht passieren. Mhm. Aber es gibt eben auch noch andere Schutzmechanismen, die eingerichtet sind von der Natur. Nehmen wir dein Beispiel im Abiturstress. Matheprüfung. Da ist es so, dass nicht nur das Cortisol zu Cortison umgebaut wird in der Plazenta, sondern dass Schwangere durchaus weniger Cortisol produzieren. Mhm. Und das ist wie so ein Schutzmantel um einen herum. Also irgendwas muss es geben, warum, wenn du gestresst wirst als Schwangere, eigentlich von dir nicht so viel Cortisol produziert wird, wie von einer Nicht-Schwangeren. Also wenn beide in eine ähnliche Stresssituation kommen, dann produzierst du schon aus irgendeinem Grund weniger Cortisol, wie eigentlich die normale Nicht-Schwangere Frau. Und man vermutet, dass dieses weniger Cortisol dadurch stattfindet, weil du dich möglicherweise geborgener fühlst als Mutter, als werdende Mutter in deiner Beziehung zum Vater dieses Kindes. Mhm. Oder in andere soziale Kontexte. Ja? Also, dass Menschen automatisch mehr auf dich aufpassen, wenn du schwanger bist. Ah, ja, okay. Und das internalisierst du, das lebst du. Ja? Du weißt, es gibt Schutzfaktoren um mich herum, die automatisch, das ist unsere Evolution, auch mehr auf dich aufpassen, weil sie wissen, du bist schwanger und auf dich muss man aufpassen und auf das Kind muss man aufpassen. Und das kann durchaus der Grund dafür sein, dass Frauen, die in eine Stresssituation kommen, interessanterweise weniger Cortisol freisetzen, wie Frauen, die eben nicht schwanger sind. Und da gibt es noch ganz andere Faktoren, könnte ich alle hier aufzählen, aber tatsächlich, das sind so zwei wesentliche, sodass man schon sagen kann, dass die Natur durchaus eingerichtet hat, dass Schwangerschaft ein Ort bleibt, der sicher ist, wo sich das Kind entwickeln kann, wo es nicht gestört wird. Ne? Und der größte Killer von der stofflichen Seite, von der Molekülseite für den Fetus ist Entzündung. Also Entzündung ist ganz was Ungünstiges und Stress ist ja Entzündung. Das heißt, wenn Mütter eben stark gestresst sind, dann haben sie eben nicht nur Cortisol viel, sondern eben auch viel Entzündung im Blut. Und Entzündung macht eben auch die Plazenta kaputt, macht sie durchlässig und dann gehen diese ganzen schlechten Stoffe in das sich entwickelnde Kind. Und um diese Entzündung runter zu regulieren, hat die Mutter automatisch immer so ein bisschen mehr auch Cortisol während der Schwangerschaft. Also es ist schon eine Schwangerschaft, ein Ort der Cortisolproduktion, aber eben nicht in den Spitzen, sondern im Basalen, sodass Entzündung unten gehalten werden kann. Cortisol ist ja Entzündungshemmung. Und also das charakterisiert so die Schwangerschaft. Progesteron reguliert Entzündung runter, Cortisol reguliert Entzündung runter, dann die humorale Immunaktivität, die auch bei der Schwangeren etwas erhöht ist. Es sind also überall Schutzmechanismen eingerichtet, dass die Mutter nicht zu viel Entzündung hat. Was ich auch spannend finde, dass der Körper automatisch bei Schwangeren den Eisengehalt runterfährt, damit die Infektionsgefahr sich reduziert bei der Entbindung. Und wir, die Maschinen wieder bedienen, pumpen wieder den Frauen künstliches Eisen rein, entgegen der Natur, weil es muss ja einen Grund haben, warum das jede Frau macht. Ja, das kann ja jetzt kein Fehler der Natur sein. Es liegt einfach nur daran, dass man das Prinzip dahinter nicht verstanden hat. Exakt so ist es. Es gibt nichts, da bin ich voll bei dir. Es gibt nichts, was die Natur natürlicherweise eingerichtet hat, das sozusagen in irgendeiner Form falsch ist oder ersetzt gehört oder verbessert oder aufgefüllt gehört durch eine Technik. Mhm. Und wir sind gerade in einer Zeit, wo das besser nicht sichtbar ist, indem es eine natürliche Immunität gibt, indem es eine virale Erkrankung gibt und danach man in einer Immunität, in einer Immunsituation ist, die einen schützt davor, natürlicherweise noch einmal diese Infektion durchzumachen. Das ist das höchste Gut der Auseinandersetzung mit einem Erreger da draußen. Mhm. Ja? Und zu glauben, dass wir mit einer künstlichen, in diesem Fall einem Spiking, ja, einer Injektion, einer technischen Lösung
diesem Problem Herr werden können und es sogar noch Genesenen spritzen, die eigentlich längst eine fantastische, komplexe Immunreaktion entwickelt haben gegen den Erreger, das halte ich für einen Stumpfsinn. Das ist eine Entgleisung der Medizin in Richtung Technik, wie wir sie bis dato noch nie hatten. Da ist so unglaublich viel Fehlerhaftes drin in diesem, in dieser Idee. Also ich kann wirklich nur sagen, wunderbares Beispiel in den letzten 2 Jahren. Wir haben es mit einem mit einer natürlichen Reaktion zu tun und jeder kann froh sein, wenn er diese Erkrankung mitgemacht hat, denn dann ist er durch. Das heißt, dann ist er immun. Und auch wenn man keine Antikörper nachweisen kann oder zu wenig Antikörper nachweisen kann, es gibt ein Gedächtnis, ein Immungedächtnis. Und dieses Immungedächtnis wird genau dann reagieren und dann werden diese ganzen Antikörper produziert, wenn der Erreger wieder auftritt. Also man kann sich recht gut verlassen auf sein eigenes Immunsystem und braucht dazu nicht die Technik und die künstliche Medizin, die hier nachhilft und nochmal eins draufsetzt. Mhm. Völliger Blödsinn. Um jetzt nochmal die Brücke zu schlagen zur kindlichen Frühtraumatisierung, genau. Sind wir da auch eben richtig bei dem genau Punkt, genau dass, dem Punkt sind wir. Sag ich mal, aktuell Frauen unglaublich viel Angst gemacht wird, teilweise die Geburten allein stattfinden müssen. Also da kommen ja ganz viele psychische Traumata auch schon mal auf das Kind. Können wir vielleicht gerade mal da ansetzen und später noch fortführen? Völlig richtig. Es gibt auch da eine natürliche Auseinandersetzung mit Geburt. Ja? Und na klar ist es wichtig, dass da vielleicht auch noch der Papa dabei ist bei der Geburt als Beispiel. Und das ist ja eine moderne Errungenschaft, dass man akzeptiert hat, wie wichtig es ist, dass das Elternpaar bei der Geburt zum Beispiel dabei ist. Es ist was Wunderbares, dass der Vater eben auch dabei ist und schauen kann, wie sich das alles so entwickelt. Und die Zeit, die letzten 2 Jahre, haben es ja verboten, dass da so etwas stattfindet. Und das sind natürlich Einschnitte in die Entwicklung eines Familiensystems, das von Beginn an sozusagen behindert wurde, gemeinsam dieses Kind zu willkommen zu heißen auf der Welt, wo man schon an solchen Dingen sehen kann. Also da entgleist was völlig und da ist auch was nicht verstanden. Ja, da wird auch da die Natur und das Natürliche miteinander eigentlich mit den Füßen getreten und so getan, als ob das wichtig wäre, den Vater da rauszuhalten oder möglichst wenig Menschen sozusagen im Kreissaal zu haben. Also in so wesentlichen Situationen wird es keine Infektion geben. Die Natur bringt den Vater oder die Mutter nicht um, wenn ein Kind gerade auf die Welt kommt. Das ist auch sowas. Ja? Also zu glauben, jeder ist gleich, also kann leicht gleich infiziert werden und umgebracht werden durch diesen neuen Erreger, der da draußen ist. Das widerstrebt meiner grundsätzlichen Nähe von Naturphänomenen. Ja? Das ist nicht so. Die Natur bringt nicht die Eltern um, die gerade ein Kind kriegen, über eine Infektion. Das sind für mich so Dinge, da würde ich einfach anders rangehen an die Thematik. Ja? Das sind gesunde Menschen, die wollen gesund bleiben, weil sie jetzt ein Kind erwarten. Ja? Verwunderlich ging es ja dann auch noch weiter, dass man dann den Müttern gesagt hat, wenn wenn die Mutter eine Infektion nach der Entbindung hätte, würde das Kind 14 Tage abgesondert werden, wie man so gern sprichwörtlich gerade sagt. Das ist ein Verbrechen, medizinisches. Und also für Mutter und Kind natürlich ein traumatisiert. Absolut. Also man bringt bereits diese Frühbindung auseinander, spaltet bereits hier. Und lässt einen, das ist eine Folter für beide. Und für mich ist das verbrecherisch. Aber das ist eine dumme Medizin. Also das ist jetzt gar nicht bewusst kriminell. Also das unterstelle ich ja überhaupt keinem Kollegen. Sondern es ist eine Medizin, die aufgrund ihrer Grundhaltung, nämlich der Spaltung von Körper, Seele und Geist, Dualismus zum Beispiel, gar nicht das drauf hat, gedanklich, menschlich, einem System, das das jetzt braucht, diese soziale Verbindung, wirklich alles zu ermöglichen, auch gegen normale Hygienemaßnahmenbedingungen, das Leben nicht von Beginn an so zu stören, weil man da mehr Schaden anrichtet, langfristig, wie kurzfristig Schaden entstehen könnte. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Mhm. Also gerade wissen wir ja, dass Kinder die Krankheit bei diesem neuartigen Erreger ja gegen null geht, ja, oder auch sterben. Also Kinder sind ja
gefeit vor dieser Infektionserkrankung. Das ist ja in so vielen Studien gezeigt. Im Gegenteil, es geht sogar so weit, dass wir neueste Studien haben, die zeigen, dass Lehrer, also die viel mit Kindern Kontakt haben, die geringsten Covid-19-Verläufe, also die schwächsten Covid-19-Verläufe haben von allen Berufsgruppen. Oder Familienmitglieder, also Haushalte, wo mehr Kinder sind, haben geringere Verläufe bei dieser Erkrankung. Stimmt, man hört gar nichts über Lehrer. Unglaublich, das hat niemand gehört. Das wird dauernd von den Leitmedien natürlich unterlaufen und nicht berichtet. Und es ist super, super, super wichtig, diese Information zu haben, weil würde man sie haben, dann würde das ganze System entlastet werden. Wir müssen uns mal vorstellen, Kinder schützen uns. Das sind wie Staubsauger. Die reinigen sozusagen die Luft mit ihrem wunderbaren Atemtrakt und ihrer natürlichen Immunität im Atemtrakt. Nehmen sie den Erreger auf, verarbeiten ihn, bilden eine Immunität gegen den Erreger und haben offensichtlich so wenig Viruslast, dass sie dann auch noch günstig sind. Und dann kommt noch die Psychoneurologie dazu. Und wir alle wissen, dass Menschen, Erwachsene, die mit Kindern zu tun haben, für mich sind gesünder, weil sie einfach ein natürliches Miteinander mit dieser wunderbaren jungen, kleinen Generation haben. Das wissen alle Eltern, die ihre Kinder zum ersten Mal in den Kinderhort schicken. Ja, genau. Die Eltern liegen flach. Genau, so ist es, ja, weil sie einfach so leiden, dass sie die Kinder abgegeben haben. Also das sind so Dinge, das muss man einfach mit hineinnehmen in die Medizin. Und deswegen, also ich bin überzeugt davon, deswegen leben, also sind die auch weniger gefährdet durch diese neuartigen Erregerentwicklungen, Eltern, Lehrer, weil sie einfach wirklich mit Kindern zu tun haben und dieses quirlige, vitale Entwicklung mitmachen können. Und das ist ein wunderbares Geschenk für Erwachsene, sowas zu haben. Jetzt geht es natürlich soweit auch, ich gehe jetzt mal mit dir so die Kindertraumatisierung aktuell durch. Da sind wir jetzt, die Oma wird getötet durch das Kind, was ja auch kommuniziert wird vor den Kindern. So, willst du deine Oma umbringen? Ja, damit traumatisiere ich bereits das Kind, indem ich es in Angst, Panik versetze und schon vorab eine Schuld bringe, wenn denn dann irgendwann mal was passieren würde, dann war ich das. Ja? Also das sind Dinge, das ist auch hier wieder. Ich kann nur sagen, Dummheit und Verbrechen sitzen ja ziemlich nah. Welchen Einfluss haben wir? Genau, jetzt kommt der Einfluss, was passiert denn dann in den Kindern, wenn das passiert? Und da vielleicht ist nochmal wichtig, zurückzukommen. Wenn jetzt das Kind auf die Welt kommt, dann hat es aufgrund dessen, dass es ein bisschen mehr Cortisol ausschüttet, weil es die Entzündung ja runterregulieren muss, die ja so gefährlich ist, kommt es mit ein bisschen viel mit viel Cortisol auf die Welt. Und im ersten Lebensjahr geht es dann wieder runter und bleibt dann auf einem relativ niedrigen Level. Warum? Weil die Natur das so eingerichtet hat, dass dieses Cortisol, das ja eigentlich sehr stark die Immunologie verändert und hemmt, dass das eben unten bleibt. Und auch während der ersten 10 Lebensjahre bleibt es relativ auf niedrigen Levels. Und selbst wenn das Kind gestresst wird, wird wenig Cortisol ausgeschüttet. Wir nennen das die Stress Hyperresponsive Period, SHRP. Und die dauert vom ersten Lebensjahr bis zum 10., 11., 12. Lebensjahr. Das heißt, das Kind, ein normales Kind, gesundes Kind, wenn es gestresst wird, wir finden kein Cortisol. Normalerweise würde es mit Cortisolanstiegen reagieren. Bei Kindern finden wir das nicht. Wir finden es aber nur bei sicher gebundenen Kindern nicht, die in einer guten Elternbeziehung sind, wo ein nettes, warmherziges Familienklima ist, wo sich das Kind in Schutz fühlt, in Sicherheit fühlt. Diese Kinder reagieren auf Stressoren mit wenig Cortisolausstoß. Kinder aber, die in unsicheren Bindungsverhältnissen sind, traumatisierte Kinder, misshandelte Kinder, Kinder, die keine Schutzsituation, keine Sicherheitssituation spüren, die reagieren mit Cortisolanstiegen. Wir haben diese SHRP nicht, diese Stress Hyperresponsive Period. Und das ist natürlich gefährlich, weil diese Kinder durch ihren dauernden Cortisolausstoß, weil sie ja auch dauernd gestresst und belastet sind durch ihre Umgebungssituation, ständig ihr Immunsystem stören in seiner Entwicklung. Das heißt, bei diesen Kindern muss man sich nicht wundern, dass die ständig allergische Reaktionen haben, Infektionskrankheiten durchmachen erhöht und so weiter und so fort. Also man kann sehr schön nicht sicher gebundene Kinder bereits in den ersten 10 Lebensjahren daran erkennen, dass sie durchaus verstärkte Infektionskrankheiten und andere
Krankheiten entwickeln. Die Sichergebundenen bleiben ruhig. Die haben einen imaginierten Schutzmantel um sich herum. Die spüren ihre Eltern. Und das reicht aus, damit der Stress sozusagen nicht bis hinunter in die Körperebene kommt und dort zum Cortisolausstoß führt. Also hochspannend, was die Natur eingerichtet hat. Das ist wieder Natur. Ja? Es ist Physiologie, diese SHRP. Aber es ist eine ganzheitliche Physiologie. Da müssen wir schon die Eltern mit hineinnehmen in diese Geschichte. Jetzt wird es aber kritisch. Ab dem 11. Lebensjahr gerät das gesunde Kind in normale Stressreaktionen. Das heißt, die SHRP beendet und das Kind wird jetzt, das Immunsystem ist entwickelt, das Kind wird jetzt auf Außenreize, sei es Tag-Nacht-Rhythmen oder Stressoren, irgendwelche Dinge, die es erlebt. Schulwechsel zum Beispiel, in dem Alter. Durchaus auch mit Cortisolanstiegen reagieren. Mhm. Also das heißt, jetzt ist das Kind normal im Sinne wie ein Erwachsener reagierend auf Cortisol. Bei den nicht sicher gebundenen Kindern kommt es plötzlich zu einem Umschlag. Das heißt, die haben in ihrer Kindheit und also von ersten 10 Lebensjahren sehr viel Cortisol ausgeschüttet und jetzt plötzlich, wenn Stress kommt, kippt's um und sie schütten kein Cortisol mehr aus oder wenig. Man weiß noch nicht richtig, warum. Die einen sagen, das System ist kaputt. Es hat so viel Cortisol ausgeschüttet, dass es jetzt erschöpft ist und die Maschine Mensch funktioniert nicht mehr richtig. Und wenn jetzt diese Kinder gestresst werden, zu wenig Cortisol. Könnte es auch eine Cortisolresistenz sein? Hat man untersucht, ob die Ausschüttung weniger wird oder ob die Rezeptoren nicht völlig mehr... Völlig korrekt, was du sagst. Biochemisch richtig, sowohl als auch. Also beides wird diskutiert. Es wird diskutiert, dass zu wenig Cortisol freigesetzt wird. Aber es wird auch diskutiert, dass das Cortisol, das freigesetzt wird, nicht wirklich wirksam ist. Das würde ja dafür sprechen. Glukokortikoidresistenz nennt man das. Völlig richtig. Es gäbe aber noch eine Idee. Und die ist mir eigentlich ein bisschen wichtiger. Nämlich, ich würde vermuten, dass traumatisierte Kinder, wenn sie kognitiv reif genug sind, beginnen, Stress nicht mehr in der Form wahrzunehmen wie normale Kinder. Das heißt, sie beginnen sich zu schützen vor den Stressoren. Mhm. Und wenn sie sich schützen, dann natürlich scheiden sie zu wenig Cortisol aus. Das heißt, das System ist nicht kaputt. Es ist nur in einen Schutzmechanismus umgetreten. Und das Kind sozusagen oder der Jugendliche, der wird sich jetzt unbewusst freihalten von der Wirkung des Stresses in den Körper. Das heißt, man mag zwar noch sagen, mich hat das jetzt schon gestresst, aber wir werden keinen Cortisolausstoß mehr sehen, weil es eine psychobiologische Verbindung gibt. Eigentlich ist das bereits Dissoziation. Hier kommt es zur Trennung zwischen Körper und Geist. Genau, und auch vielleicht der Türöffner, dann sich in Videospielen oder irgendwas zu verlieren, in Süchten oder als Kompensations... Ja, das kommt dann noch dazu. Oder um den Stress, wenn ich sage, okay, das ging mir jetzt alles so auf die Nerven, ich muss jetzt erstmal eine Runde zocken, um das Ganze... Genau. Aber, und jetzt kommt das Wichtige, das Cortisol brauchen die ja, um die Entzündung runter zu regulieren, die bei Stress stattfindet. Mhm. Und deswegen haben wir das Cortisol als Stressreaktion. Das Cortisol ist ein wesentlicher Schutzmechanismus, um die stressbedingte Entzündung, die ganz normal ist, wieder runter zu dämmen. Und diese Kinder... die traumatisiert sind, die verlieren diesen Schutzmechanismus Cortisol und haben dadurch Dauerentzündung. Und zwar so lange Dauerentzündung, bis sie dann eine Entzündungserkrankung kriegen. Und das hat Felitti herausgefunden. Das heißt, deren Immunentwicklung ist gestört, ihr Stresssystem ist gestört, aber für mich eben biopsychosozial. Sie schützen sich unbewusst gegen den Einfluss der Retraumatisierung, indem sie grundsätzlich Stressoren abfiltern, und damit mit zu wenig Cortisol reagieren. Die Entzündung ist zwar da, das geht durch, aber das Cortisol als Schutzmechanismus wird nicht ausgeschüttet ausreichend und deswegen bleibt die Entzündung, wir sprechen dann auch von Silent Inflammation, also von einer stillen Entzündung, die jahrzehntelang andauert und irgendwann mal dann in diesen schweren Erkrankungen mündet. Und dann darf nicht vergessen, diese Kinder sind ja weiterhin schwerst belastet. Es ist ja nicht so, dass die nach ihrer Familiensituation, wo sie gedemütigt wurden, misshandelt wurden, traumatisiert wurden, dass die dann sozusagen in gesunde Verhältnisse kommen. Nein, das geht natürlich weiter. Sie sind eigentlich kognitiv, emotional schlecht aufgestellt. Sie können sich nicht richtig sozial integrieren. Sie scheitern in Berufskontexten. Sie sind strukturell auffällig, Borderline-Erkrankungen und so weiter. Das heißt, diese Kinder und Jugendlichen sind so schlecht aufgestellt, in eine normale Lebensrealität zu kommen, dass sie dort immer wieder anecken, immer wieder scheitern.
Das heißt, sie sind auch erschöpft. Entzündung macht ja Erschöpfung. Das heißt, die haben durch ihre Dauerentzündung, die sie in sich haben, auch zu viel Sickness Behavior. Davon habe ich ein andermal schon berichtet hier. Das heißt, die sind in einem Zustand, der eigentlich nicht realitätskonform ist für unsere Gesellschaft. Und wir müssen sie wirklich außerordentlich behutsam behandeln und dürfen nicht von ihnen Dinge verlangen, die sie schlicht nicht können, weil sie aus so schlechten Verhältnissen kommen. Und wir müssten sie eigentlich in eine behütende neue Umwelt bringen, wo wir sehr, sehr sorgsam und schützend mit ihnen umgehen und ihnen versuchen, eine Beziehungswelt zu schaffen, die sie davor nicht hatten, und nicht mit Härte und du musst, auch wenn du erschöpft und müde bist, du musst es tun, sondern Rücksicht nehmen auf eine biopsychosoziale Erkrankung, die diese Kinder haben und Jugendlichen haben, und sie nicht erst recht nochmal versuchen einzugliedern in unsere Gesellschaft, die an sich, ja, wo eigentlich am besten die Gesunden funktionieren. Das muss man mal ganz klar sagen. Ja. Also ich sage jetzt mal, die sicher Gebundenen funktionieren. Natürlich gibt es viele kranke, narzisstische Persönlichkeitsstörungen, die da auch ganz schön erfolgreich sind. Aber das hat was mit unserer, das hat mit unserer Gesellschaftsform zu tun. Normalerweise müssten die ebenfalls in die Klinik kommen. So manche Politiker, die mit Macht und Narzissmus regieren und eigentlich auch krank sind, muss man ganz klar sagen. Und aber unsere Gesellschaft scheint diese Menschen durchaus auch in solche Höhen zu bringen, weil es geht ja ständig um Wachstum, Erfolg und Macht und so weiter. Es bleibt ja ein aktuelles Thema, und ich denke, wir werden da noch ein paar Mal drauf schauen in der Zeit jetzt vor allen Dingen, ja, weil genau, die Beobachtungsphase ist ja gerade am Laufen. Ja. Ich danke dir sehr, dass du da warst und auch, dass du das Ganze immer so tiefgründig und wissenschaftlich beleuchtest. Das ist, glaube ich, in dieser Zeit vor allen Dingen wichtig. Danke dafür. Und danke dir für die Einladung. Ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist immer wunderschön, so tolle Gäste da zu haben, die uns einen Überblick verschaffen, um uns dann unsere eigene Meinung bilden zu können. Und das ist in der heutigen Zeit umso wichtiger. Von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wunderschöne Zeit und bis bald. Tschüss.